Ein Potpourri aus Musik, Kabarett und guter Unterhaltung nimmt Platz im Zirkuszelt, genauer in der Nostalgie-Arena in Maria Taferl. Den Anfang macht Swing. I kissed her and she kissed me, like the fellow said, ain't that a kick in the head? The room was completely black, I hugged her and she hugged back. Wir sind hier am 7. Mai um 19.30 Uhr in der Nostalgie-Arena mit A Night of Swing. Eine Kostprobe, nicht von ihrem tänzerischen Talent, sondern vielmehr gesanglichen, liefert Chesskitty. Ihr Auftritt mit all ihren Best-of-Hits ist am Spielplan der Nostalgie-Arena für den 21. Mai eingetragen. Wir haben uns mit dieser Arena einen Lebenstraum erfüllt, mit viel Helfern natürlich, die gleich denken als wir. Und das ist heute natürlich die Krönung gewesen. Es war so leicht, die Künstler zu überzeugen, heute zu kommen. Und bei dieser Programmpräsentation selbst, wir hätten das ja auch über Video einspielen können, aber selbst da zu sein und selbst live zu singen und live zu sprechen. Und ja, ich kann nur sagen, ich bin überglücklich. Den Reigen schließt sich Marion Petritsch, aberwitzig flottige Bühnenfigur Fischgräte an und saust wild und rasant durch ein fiktives Einkaufszentrum. Liebe Mitbürger und Mitbürger, das ist mein persönliches Pannendreieck. So sieht's aus. Also, toi, 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 liebe Kandidaten, Sie schaffen das! Fischgräte und das Kammerl des Schreckens, Ö3 Comedian, hier in der Nostalgie-Arena am 18. Juni. Ich freue mich sehr. Etwas Nostalgie bringen Tini Keinrad und Ron Glaser auf die Bühne der Arena in Maria Taferl. Am 26. August gibt es Elvis meets Priscilla in Maria Taferl in der Nostalgie-Arena. Würde mich freuen, wenn ihr alle vorbeikommt. Doch Tini Keinrad will es noch einmal wissen und spannt den musikalischen Bogen von Richard Wagner über wienerische Klänge bis hin zu Jazz und formt daraus ein altes Grimm-Märchen in eine schräge Oper mit Gemeindebauscharm. Ich spiele in der Nostalgie-Arena am 1. Oktober mit dem Programm Der Truchercheck und sei Eure um 19 Uhr. Prompt wechseln wir das Musical-Genre und eröffnen die Sommer-Open-Tour 2016 mit den Four Voices of Musical. Am 28. August sehen wir mit der großen Voices of Musical hier auf der Open-Air-Bühne bei der Nostalgie-Arena. Auch Maya Hagford hat das Nostalgie-Arena-Fieber gepackt und zündet gemeinsam mit der quirligen Miss May ein Hitfeuerwerk. Am 15. Oktober und dann machen wir so einen Frauenpower-Abend zu zweit. Der Zug in der Nostalgie-Arena ist noch lange nicht abgefahren, denn das Herbstprogramm hat noch so einiges zu bieten, wie etwa die bekannteste österreichische Stimme. Er mustert mich von oben bis unten und dann sagt er, so eine schöne Frau und so deppert. Mein Programm heißt Lohner packt aus und es ist am 8.10. Eigentlich sollte dieser Nachmittag nicht nur musikalisch und kabarettistisch unterhaltsame Kostproben liefern, nein, auch ein gemeinsames Barbecue war geplant. Da hatte aber der Wettergott etwas dagegen und so wurde auf der Kulturbühne Heurigenkultur gepflegt.